Vor einer Stunde. Noch nicht So, mal, vor einer halben Stunde. das Serverchen ist da. Muss ich ja Need for Neben den Speed starten. Teilnehmern, so schön. Führen die So, Server-Pin in überall hinzeigen. ich hab diese Strecken nur eine einzige mit Lenkrad geübt. Es wird wahrscheinlich gut laufen. Also, du wirst Erster werden. So, den Also, Sch mein Ping wird wahrscheinlich im Arsch sein, weil ich meine ganze Zeit für Stream benötige. Also, ist auch schön. Aber ist eh wurscht. Wer floriert? Ja, na, 117 Ja. hast du. 117 hast du, das passt noch. Ja, es wird wahrscheinlich runtergehen, weil meine ganze Internetleitung geht. Meine ganze Upload-Leitung wird für Streamen benötigt. Ja. Werden wir ja Dann merken. So. solltest du aufhören zu streamen. Ja, wird schon Nee. passen. Schauen wir Oder die mal. Bitrate Nein, runterdrehen. es Ich hab passt. runtergedreht, es macht sich automatisch was Gescheites. Mann, hör auf zu streamen. Du hast einen Ping von 85. Was ist dein Problem? OBS ist durchgehend grün. 93, was ist dein Problem? Unter 100 ist doch spielbar. Ja, außerdem wirkt sich das ja nicht auf die Controller aus. So, und wir haben heute kein einziges Rennen mit Kollision, also scheiß auf den Ping. Und du hast So. den Ja, habe ich falschen mir auch Wagen. gedacht. Weiß, also. Ich. Wir Moment. brauchen eine schöne Farbe hier. Moment, ich muss noch eine Farbe Ist auswählen. denn der erste Wagen? Ach, der VW. Wo ist hier individuell? Ich brauche individuell Pink. Aber der VW, der hat wunderschöne blaue Scheinwerfer. Oh, das sieht schön aus. Mach den in schwarz. Meinst du, wie geil das aussieht in den blauen Scheinwerfern? Ah, das ist einfach. Mach meinen Pink. Nee, ich muss diesmal schwarz Doch. haben. Warum? Weil das geil aussieht mit den blauen Scheinwerfern. Warum? Ja, guck doch an, dann siehst du warum. Das sieht voll Hammer aus. So. Und wer ist der Warum? Fünfte, der noch fehlt hier? Wir brauchen hier noch Ja, Steve. warum hast du das Recht, jetzt schwarz für dich zu vereinnahmen? Och, das habe ich mir einfach genommen, weil ich der Server-Hoster bin. Da habe ich doch Sonderrecht, wusstest du es nicht? Wow, du bist ja ein richtiger Diktator. Natürlich. Ich sehe schwarz für heute. Das. Was mit Stevie? Wo ist das Stevie? Ja, das ist eine gute Frage. Stevie! Ich würde gerne nachschauen, solange man mir aber nicht verrät, wie das geht. Ach Hilfe, so, verteilen. Bisschen. du musst jetzt erstmal das Spiel starten. Hast du das Doch, getan? ist ja nicht so, als hätte ich das Spiel nicht offen. Okay, dann gehst du auf Spieler verbinden. Und dann, ja, weißt du, wie mein Name geschrieben wird? Reicht einen kleinen Ich muss mal Buchstaben. ganz kurz disconnecten, weil. Was? Und wenn du das eingetippt hast, dann sagst du Bescheid, dann geht's weiter. Muss unten auf das Netzwerk-Ding klicken oder was? Nein, Spieler verbinden. Also, Spieler verbinden. Ja, und dann muss ich TCP. ja auch. Wo Ja, rübergefoltert. dann muss auch TCP/IP oder irgendwie sowas sein. Sorry, nein, du musst auf die Dings klicken und dann auf Teilnehmen, ja. War lang her, wa? Sagt nichts, So, dann, ja, gibst du meinen Namen erstmal ein. Mit den Bindestrichen, aber kleinen Buchstaben kannst du machen, das ist kein Thema. Hast du das eingegeben? Entweder bin ich gerade so blöd, um deinen Namen zu schreiben oder irgendwas. Ich weiß es gerade nicht. Ja, du sollst erst Bescheid sagen, wenn du das gemacht hast. Das allein reicht ja nicht, oder denkst du, das ist eine IP? Also hast du meinen Namen jetzt eingetippt in dem Feld? Solange ich ihn richtig mal geschrieben habe, bestimmt. DE-M-ON. Kennst Also du. habe ich ihn richtig geschrieben. Ich wurde Okay. nämlich auch nicht ganz Achso, sicher. okay, alles klar. Dann Punkt. Dann Doom, wie das Spiel Doom. Hast du? Du müsstest mit 2 O gewesen sein, ne? Ja, DOOM, wie das Spiel Doom. Hab ich nie eins gespielt von, aber gut. Oh, da hast du aber was Wichtiges in deinem Leben verpasst. Okay, Sagt dann. derjenige, der fast sowas nur auf seinem Kanal hat. Ja, deswegen, ja. So, dann DNS. Muss ich nochmal einen Punkt erstmal machen, oder Nein, was? nein, nein. Dann hätte ich es gesagt. Und dann Punkt ORG. Noch länger geht das nicht, ne? Nee, im kostenlosen Bereich geht das nicht noch länger. Geht das Da nicht, bin nicht ich kurz. schon. Naja, gut. Dann nimmst du, kennst das ja schon, den VW W12. Und wenn du den nicht in Gelb haben willst, kannst du den natürlich auch noch eine andere Farbe Ich verpassen. weiß, ich muss nur noch mal kurz.
Ach so, vielleicht auf den Wagen klicken, genau. Mein Gott, ist will ne. Es gibt nur gelb und individuell. Okay. Ja, muss dir selber eine Farbe. In Schwarz sieht auch geil aus, oder nicht? Mit den blauen Scheinwerfern, was kann das Schöneres geben? Und Floris Ping wird wahrscheinlich erst runtergehen, wenn wir das Rennen starten, weil erst dann Bitraten kommen wird. Aber er ist jetzt schon auf 195. Aber das ist ja auch egal. Das ist ja nicht schlimm. Egal, deswegen mache ich das auch so. Ja. Es schwankt halt, also passt schon. Ja, das liegt daran, wie viel OBS gerade frisst. Der Ping ist schon gut genug, das wird reichen, damit das, das reicht, ja. Was habt ihr denn? Das reicht, das wird sicher. Was zur Hölle? Ich muss erstmal den Chat lesen. Also für mein Ziel reicht das. Ich möchte aber dazu sagen, ich bin mies in Tastatur. Das Problem ist aber auch meine Kontrolle. Der eine Controller fungiert mit Windows 10 nicht mehr. Der lässt mein PC abstürzen. Und oh Gott. Ja, wenn ich den einstöpsel, irgendwann hörst du dann selber von mir ein und dann kann ich gar nichts mehr machen. Das scheint ja echt ein super Betriebssystem zu sein. Dann habe ich mir einen Controller geholt. Der war halbwegs schon defekt. Ich muss mir erst irgendwann einen neuen holen. So, vielleicht sollte man die Firmware von Controllern nicht so umschreiben, dass sie den USB-Treiber crashen. So, er ist jetzt... Ach, was soll ich denn sagen? Ich durfte, nachdem Windows 10 nochmal ein extra Update gemacht hat mit Veränderungen, durfte ich mir eine neue Tastatur kaufen, weil meine alte Tastatur nicht mehr funktioniert hat. So, aber jetzt möchte ich trotzdem... Wie alt war die Tastatur? Mal anfangen. Etwas gebraucht, aber die funktioniert ja bei Windows 10, aber gut. Wie alt war die Tastatur? Weiß ich nicht, weil ich sie gebraucht gekauft habe. Hatte die noch MIDI-Anschlüsse? Dann war sie schon etwas älter. Ein USB-Anschlüsse. Merwo, bist du bereit? Anscheinend nicht. Aha! Das fängt schon jetzt super an. Die Strecke werde ich lieber bald sein. Los geht's, jetzt kommt die beste aller Zeiten. Die ist geil, die Strecke, ich mag die voll. Ich auch, nein. Das ist meine Lieblingsstrecke. Erinnerst du dich etwa noch an die, oder was? Ich hab heute kurz ein Spiel angezählt, und ich war das ich Kinder, auch. Wo ich so verkackt hab oder so. Ach so, die ist cool, die Strecke, die ist voll awesome. Los! Oh, bei mir fährt keiner los von euch, das ist egal. Ja, doch, aber irgendwie hat er bei mir gebraucht, wenn ich mal los bin. Oh, das fiese Türkis vom Merv, Halleluja, du fährt eh dann jetzt lang. Oh, oh, die scheiß Brückenmauer hat mich fast erwischt, weil Merfko mit die Sicht versperrt, deswegen überhole ich ihn lieber mal. Es fängt schon mal an, dass ich den jetzt... So. Nö, nö, es ist nicht so, weil mein Pink gerade oben ist, oh, der Pink zuletzt. Oh, oh mein Gott. Sie hat meinen Vordermann beschlossen, mal nicht Gas zu geben. Wenn irgendwie der Pink stehen bleibt... Hä, ich geb doch Gas. Ich hab vorher kein Gas gegeben, komischerweise. Oh. Guck mal, ihr hört mich noch, weil ich weiß jetzt nicht, ob mein Mikro noch an ist oder nicht. Man hört dich. Alles gut. Ich gebe nur in Kurven kein Gas, um was die Kurven zu kriegen. Jetzt wollen wir mal in dem ich werde doch nicht Letzter, das ist gut. Sonst langweilt er sich. Ich werde doch nicht Letzter. Wenn du dich nicht überschlagen würdest. Gerade wer weiß, wie ich verkacke und mein Wagen auch die ganze Zeit schön im ersten Gang stecken bleibt. Danke. Das kannst du nur verhindern, wenn du eure manuell Schaltung benutzt. Das ist leider die grauenhafte Automatikschaltung von Need for Speed 4. Aber ich verkack so weit, guck mal, wie weit. Aber tröstet euch, ich fahr auch Automatik. No! Doch, von der du Wand fährst weg. Automatik. Können wir es nicht als Grundregel machen, dass jeder Automatik fahren muss? Also im Moment fahren wir eh alle Automatik, also von daher. Ja, ich meine, ich wollte es nur machen. Vielleicht passieren wir ihn mal anders fährt und deswegen vielleicht einen Vorteil hat. Das ist ja echt egal. Ihr habt euch einen Mikro geholt, ne? Merkt ihr das? Oh. Oh Gott. Oh, ich spicke gerade die Wand. Also mein Unterboden, ne? Also der müsste eigentlich jetzt so völlig durchrasiert sein. Der setzt mir die zurück hier. Gibt's nicht. Ich kann dieser Moment Vollspeed unterheizen. Boah, geht das geil mit Lenkrad zu fahren, die Strecke viel besser als mit Tastatur gerade mal. Und das Force Feedback auf dieser Steinstraße, das ist ja der Hammer geil. Ich glaube, wenn ich öfters in den Plan fahre, so also, vielleicht ich komme nicht ganz über euch an, ganz ehrlich, weil ich raste die ganze Zeit nur an Wände. Alles eine Frage der Übung. Scheiße. Ah, er braucht den Controller. Ja, ich genau fahre so. Eigentlich mit dem Controller recht gut, aber ich habe zurzeit nicht das Geld dafür.
Ich fahre auch nur was mit Controller, gut. Ich habe auch gerade auch keinen Controller, deswegen muss ich auch das Tour fahren. Ich habe hier ich zwei hab Stück, die ich könnte. Schick mir eine bitte der Post. Könntest du bitte von der Wand weggehen? Könntest du, danke. Da war ich immer, fuhr ich um einiges besser. Oh, fuck, fahr den Berg hoch, Mann. Das kann nicht so hart sein, auch ein Auto. Ach, meine Frage, du hast dich, also an die man jetzt, du hast dich auch irgendwie beschwert, dass dein Wagen voll untersteuern würde. Oh. Kann sein, dass das vielleicht auch nicht am Controller dann lag. Teils. Das kommt jetzt auf die Situation jetzt drauf an, ne? Bei der Einstrecke von gestern mit der Rampe am Anfang. Ja, da untersteuert der Wagen, aber. Da, also da, die Situation. Ja, das Untersteuern wird wahrscheinlich auch mit Tastatur, aber mit Tastatur konnte ich das besser handeln, weißt du? Also war es vielleicht doch nicht der Controller. Der ist sowieso nicht, das ist nur das fahrische Können, wie man damit umgeht. Das ist ja nicht wie Shooter mit Controller versus Maus, das ist ja nur, wie man damit umgeht. So. Ich hole dich nicht mehr ein, Dämon. Oh, nein, wenn ich weiter so kacke fahre hier, dann... Ich hole gar keinen von euch ein, wenn es so weitergeht. Doch, ich habe gerade 10 Sekunden aufgeholt, weil ich gerade auf dem Kopf gelegen bin. Doch, das, was ich jetzt schon wieder an der gleichen Stelle getan habe. Aber ihr müsst auch bedenken, dafür, dass es schneit, fährt die Karre noch ziemlich gut. Er schneit nicht konstant durch, aber es ist halt trotzdem der Grip von Schnee da. Und der ist natürlich für gewöhnlich, wie kann man sich denken, nicht der Beste. Also dafür, dass wir hier mit Wetter fahren, fährt sich der Wagen doch noch ziemlich stabil bei den Geschwindigkeiten. Ich weiß auch, warum du mich hier reingeholt hast, damit deine anderen Leute nicht mehr letzter sind, gibst zu. Damit ich nicht letzter werde, ja. Ich habe dich reingeholt, A, weil wir Fahrer brauchen und B, weil es total geil mit dir damals war. Ich hatte die alten Videos geguckt von mit dir zusammen, das war so lustig und geil. Da hatte ich auch noch einen Controller. Ach man, Y kommt und jetzt ein bisschen näher, weil... Ach so, na gut, dann hat es wohl erledigt, weil ich habe mich nämlich auch auf den Kopf gelegt. Und mein Wagen schaltet dich in den fucking zweiten Gang. Doch, das dauert. Oh, 5 Sekunden. Oh, ich wittere was. Ja, du wittest was, weil mein Wagen es nicht auf die Reihe kriegt, in den zweiten Gang zu schalten. Ah, der ist scheiße, der Wagen. Nicht doch, warum drehst du dich denn schon wieder? Nee, der ist nicht scheiße, die Automatikschaltung ist scheiße. Ah, da vorne ist er schon. Dieser Wende hier. Mal schauen, wie lange es dauert, bis er mich überholt. So. Also Rai fährt echt gut, ey. Ich hatte noch nie so einen guten Fahrer in Need for Speed 4 wie ihn. Oh, Rai, was machst du da? Du willst hoch hinaus. Oh nein, ich bin so ein Vollidiot. Und ich hatte schon Angst gekriegt, dass du mich jetzt überholst. Scheiße. Um die Kurve. Ja, komm nochmal. Hoffentlich heran. Ich hab mal wieder einen soliden dritten Platz. Nö, ich einen soliden letzten Platz, ist das nicht schön? Nein, hast du nicht. Du kriegst einen soliden vierten Platz. Dabei sein ist alles. Oh, fuck. Das ist halt einer der Gründe, warum ich zurzeit mein Need for Speed Most Wanted-Projekt nicht weiter führe. Most Wanted, das 2005er oder das? Ja. Was machst du da, also LP zu oder was? Ja, aber das zieht sich schon seit über einem Jahr. Oh Gott, das muss ich doch angucken, Mensch. Also wirklich. Seit geraumen Weile kommt nichts, weil ich halt, wie gesagt, keinen Controller besitze. Aber das muss ich unbedingt mal angucken, ne? Das ist ja. Wenn du einen Controller, dann geht das Projekt auch schön weiter. Ja, wir sind genau wieder an derselben Stelle. Sind ja sicherlich schon einige Videos da. Dann werde ich das mal angucken bei Gelegenheit. Ja, geil, muss ich mal reinschauen. Bleib hin, ein Special-Video, wo ich mich mal versucht habe, das Projekt mal auf 50 FPS hochzuladen. Weil Most Wanted ist ein geiles NFS, auf alle Fälle. Das gucke ich mir mal an. Welches NFS war eigentlich dieses eine, wo irgendwie alles so menüartiger irgendwie verkackt war? Hä? Was? Wer wird der Letzte? Hey, wer wird der Letzte? Hast du nicht da über irgendein NFS in den letzten Rennen geflamed? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ah ne, nicht Menü, sondern wo der Netzwerkcode irgendwie verkackt war. Das war, glaube ich, Most Wanted, aber der Singleplayer ist gut. Der Singleplayer ist gut. Ach, das war Most Wanted, du hast ein Shift oder so? Nee, das war dann wohl wirklich Most Wanted, aber der Singleplayer ist gut. Der ist Hammer. Nicht doch!
dem netten Herrn da vorne, kann er bitte einen Fehler bauen? Ja, vor allem das Schlimme ist ja, du hältst so gut mit, dass ich mir tatsächlich keinen Fehler erlauben darf hier. Oh shit, Mann, dieser scheiß Unterboden. Da hast du den Fehler gehabt. Ihr überholt gleich die anderen beiden. Oh, das macht ja voll Spaß. Hey, ich bin angefahren. Wie ja, mit der Letzte hab ich auch angefahren, danke. Yeah. Oh, fuck. Also, ich will nicht, dass du Letzter bist. Okay. Jedes Mal, wenn ich dich überhole, mach ich einen Fehler. Why? Nutz deine Chance, ich hab voll den Scheiß gebaut. Ah, ich seh dich, ja. Oh, jetzt kannst du mal spannend werden. Den Check, mich schon oder so? Scheiße. Ah, ich muss ein bisschen aufpassen, jetzt muss ich mich konzentrieren. Oh, endlich mal spannende Rennen, ey. Nicht so wie damals, wo ich immer so haushoch vorne war. Gut, dass wir dich haben, Rai. Ich bin gerade auch spannend, ich muss gerade das Ziel besiegen. Muss ich ja wenigstens mal ein bisschen anstrengen hier. Ihr könnt ja versuchen, dass die beiden euch nicht überholen. So, letzte Runde, sehr gut. Dann kann ich ja durch. Sie haben den Rundenrekord gebrochen, sagt der gute Mann. So. Ach, das ist die letzte Runde, Gott sei Dank. What the fuck? What the fuck? Rai hat eine bessere Rundenzeit als ich. Ja. Yeah. What the fuck? Oh, und wieder an derselben Stelle. So, jetzt wollen wir mal den guten Marco beobachten, was er so treibt. Wieso habe ich meine Musik überhaupt gar nicht angemacht? Bin ich denn das Wahnsinns? Ich drehe mich immer an derselben Stelle. Keiner hat mir gesagt, dass ich vergessen habe, die Musik anzumachen. Ja, Hellsehen, könnt ihr das denn nicht? Du hast vergessen, die Musik anzumachen. Ja, toll. Siehst du, ich hab's dir gesagt. Ich kann nur dunkel sehen. Hey. Jetzt ist die Reihenfolge der Musik. Ach, das ist doch. Siehst du, wieder. Ja, jetzt wird das. Es kommen bestimmt die ganzen geilen Tracks, die perfekt zur Strecke passen, bestimmt an der völlig falschen Stelle. Ja, das wird jetzt passieren. Mervku, du solltest dein Auto nicht gegen die Wand lassen. Sonst kommt gleich Flori. Ich komme mir nicht raus, weil ich so überwandern, wenn ich gerade angefahren bin. Husch, husch, Mervko, husch, husch. Ich schaff das. Das macht ja so Spaß. Okay, ich bin drin. Mann, Leute, ich bin auf 2 fucking Sekunden an ihn rangekommen. Diese Strecke. Da, wo du jetzt bist, Marco, diese Steinstraße, da. Oh, das geht, ist so genial, das Fossilbeck. Da, Gut eingeparkt. Und nun fährst du weiter. Du versuchst es zumindest, in den zweiten Gang zu kommen, wie ich sehe. Da ist er. Ach nee, die Hupe ist ja woanders. Hier ist meine Hupe. Oh, jetzt kommt das pinke Auto. Das ist so die beste Farbe. Mit Painkiller-Musik jetzt gerade. Oh Mann! Was machst du da mehr? Froh, drück das nicht. Lass das bleiben. Mann, ich dachte, ich könnte jetzt so heimlich meine Steuerung schon mal umstellen. Nein, bitte nicht, das bringt die anderen Fahrer aus der Fassung hier. Ja, genau. Ich wusste nicht, dass das ein gemeinsames Pause mit mir ist, sorry. Ich muss mal nachschauen, was Hupe ist. Ups. Oh. Das merkt man sich nicht, einer sagt es, nächste machst du nochmal. Genau, erstmal hier los, nochmal drauf. Das Blau vom Stevie sieht aber geil aus. Mensch, da fühlst du dich, bist du hochgekommen. Gute Painkiller-Musik. Ja. Das kann nur richtig sein. Oh. Ich freue mich schon auf die übernächste Strecke, das wird lustig im Alfa Romeo. Ja, die Alfa Romeo ist cool, die Strecke. Die habe ich zum Glück noch ein bisschen geübt. Die nächste ist schön, die nächste ist wirklich schön, die nächste finde ich gut. Nicht wieder am Bauen und. Hat er da nicht auch. Man muss ein bisschen hupen, man muss ja auch wissen, ob die Hupe noch funktioniert, ne? Ich will verlassen, dass wir die Hupe eingestellt ist. So. Aber ich habe zumindest die beste Höchstgeschwindigkeit. Wo ist denn meine. Nicht einmal. So, 202, mal gucken, was hat er hier. Meine Hupe. Boah, was hast du denn für geile Rundzeiten? Wieso hab ich denn hier so eine Scheiße gefahren? Ich habe nicht mein Hupe gescheit belegt.